Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video und zwar Dormsee 2 Omnibus Simulator heute in Wien. Auf der Linie 24a nach Invalidensiedlung einmal die komplette Streckenlänge mal durchgehen und mal schauen, was uns die Fahrt so bringt. Ist denn ein Sehen, das fürs Geladen wird. Ja, okay, lade. Lade, lade ein bisschen noch. Ja, danke. Das sehe ich, das Bimmelband. Und jetzt mal kurz Gas geben. Einstelle, stimmt, halbherzig. So, moin. Hola. Konnichiwa. Nice. Und jetzt geht's auch los. Auf dem Viadukt, der Silberfrei. Auch immer wieder. Oh, was Schönes in Wien. Also hier herein und dann. Oh. Wait a second. Ist das eine Werkstatt? Ist mir nicht so richtig aufgefallen. Ja, gut. Ja, lell. Kann man machen. Kann man. Warte, laut Ampel dürfte ich noch. Ne? Nix. Auch irgendwie so interessant, dass die Busspur zeitgleich auch auf den Straßenbahnschienen ist und. Ulf? Steigen Teschgasse, umsteigen zur Linie 94a. Ja, das hätte ich alles vergessen. Die ist gerade rot geworden, wo ich schon bei ihr war. Ba 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 wie ba ba ba. Lass es doch gehen. Ich hab's hier mit den Ampelsystemen. Wir wären beste Freunde. Ich merk's schon. Klebt mich generell. Da vorne haben wir was Schönes.
Will ich, fühle ich. A. Ihr wart da noch mit rein, oder? Natürlich wart ihr noch alle mit rein. Dann nehmt doch, oder? Umsteigen zur Linie 23A in Richtung Hirschstetten am Heidjörkel. Das finde ich aber noch richtig cool, wie die ganzen Ansagen noch so sind, dass man noch so ankündigt, hey, hier kannst du so und so umsteigen, die fährt auch so und so. Hatte auch mal die BVG per U-Bahn, das war angekündigt, wo zum Beispiel jetzt zoologischer Gartenübergang zur U-Bahn-Linie 2 in Richtung Ulm und Pankow. Und das war doch eigentlich richtig cool. Ich meine, für Leute, die nicht mehr sehen können, ist es doch göttlich. Eine Minute zu früh? Kann ja die Tür zumachen, dass das nicht so zieht, aber. Oh, wenn ich jetzt eine Minute zu früh. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Ach ja. Aber ich muss da wenigstens auch mal sagen, ich war ja mal in Wien. Schöne Stadt, sehr schöne Stadt, muss ich sagen. Das Straßenbahnsystem ist auch immer eins, das, was ich auch richtig schön finde. Beziehungsweise, ja, wirkt denn wie Berlin, so von der Größe vom Straßenbahnnetz her. Aber auch so. Die Umgebung war schön. Und der Bäcker. Der Bäcker war einfach das Beste am Bahnhof. Oh yes. Da bin ich ja mit meiner Mutter nach Wien gefahren. Und ohne Frühstück im Hotel, weil war die erste Hotelnacht generell. Wollte erstmal noch ein bisschen sparsam sein. Und? Sie älteren oder behinderten Fahrgästen sowie Personen mit Kleinkindern die Sitzplätze zu überlassen. Und er hat ges und der Mutter hat gesagt so, ja, ihr könnt euch das Frühstück gerne nochmal ansehen. Könnt ihr entscheiden, ob ihr es dazu buchen wollt oder nicht. Ich dachte, man hätte irgendwie die Mülltonne ausgekratzt. Klar, es war viel Abwechslung, aber es sah nicht gut aus. Und ja, jedes Hotel mit seinen Anforderungen unterschiedlich, aber das hat sich eigentlich soweit gut angepriesen und ich war dann leicht enttäuscht. Also bin ich mit meiner Mutter zum Umlaufbäcker gegangen und haben uns dann mal für 20 Euro mal ordentlich uns eingedeckt. Aber wir waren aber auch erstaunt, das war ja noch vor Corona, vor der ganzen Inflation und tralala,
wie viel man sich für 20 Euro sich holen konnte, das war schon ein komplettes Mittagsmenü fast. Und es war nur der Bäcker. Oh ja. So. Aber sollte Berlin wirklich zu 100% nicht mehr schön sein, oder ich ja wirklich sage, ich will hier nicht mehr wohnen, dann ziehe ich nach Wien. Dann will ich gut nach Wien ziehen. Wollt ihr noch? Bloß nicht schüchtern sein, Jungs. Keine Innenraumansicht? Schade. Auch habe ich schon verpasst zu drücken, GG. Ach so, er sagt doch nicht die Richtung an. Okay, dann hat er es mal wieder eingebildet. Aber wart ihr schon mal in Wien? Lasst es mich mal gern wissen, oder wenn ihr aus Wien kommt. Nichts. Jappel. Ja, irgendwie hatte ich schon das Gefühl, dass ich schon was vergessen hatte. Ich mag das Ampelsystem nicht mehr. Genauso eine Großrotz wie Berlin. Ampelschaltung kann gefühlt nie. Keine Stadt gefühlt richtig. Ich habe noch keine Stadt gesehen, die eine gute Ampelschaltung hatte. Okay, technisch gesehen ist jede Ampelschaltung gut. Wo ist denn den Verkehr regeln? Aber das war manchmal an manchen Ampeln, wenn ihr mal auf Rot springt, gleich 5 Stunden rot sein will. Das ist dann auch crazy. Graz, Linz, Budapest. Sehr geehrte Fahrgäste, wir machen eine kurze Umleitung nach Budapest. Oh, das war aber auch schön. Budapest so. Da bin ich ja immer ein Freund, so, wenn man zum Supermarkt geht und dann bei den Salaten ko so kommt wie Ei, Bacon, so. Diese schöne Paste. Und denn der Budapester Salat. Der ist so schön würzig. Und das liebe ich so, dieses leicht würzige, aber dann dieses schöne Aroma. Ich will dich nicht mehr ampeln, geh bitte weg. Und ich hoffe, dass ich nicht wieder eine Grünphase verpennt habe.
wäre dein. Denn ihr seid mit mir. Oh, 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 oh. Jetzt muss ich aber Verspätung aufholen. Als ob hier jemand mal einsteigen will. Auch nicht. Arnika Weg, umsteigen zur Linie 83A. Wie viel Verspätung wollen Sie durch rote Ampel kriegen und kaum wie geringer Vorrangschaltung für den öffentlichen Personennahverkehr? Ja. Ist aber auch ein Thema, das ich vorher. Gott, glücklich aufgestanden und schon wieder müde. Mein Biorhythmus ist auch mal wieder lustig. Aber die Vorrangschaltung. Eigentlich. Was Wichtiges, wo ja hier? Bauprojekt bei der Berliner Straßenbahn, Atlashof 2. Da hatte man die Vorhangschaltung bis später gebastelt. Ohne Vorhangschaltung, komplett Katastrophe. Mit Vorhangschaltung, flüssig, butterweich, leckfrei. Und das ist so krass, dass alles so eine Vorhangschaltung so regeln kann. Ich sehe doch gleich den Kollegen hinter uns schon andackeln. Spargelfeldstraße. Oh. Spargelsaison, Leute, wir müssen alle hier hin. Wieder. Ja. Sehr freundlich. Aber die Spargelfeldstraße, ich sehe jetzt wirklich so. Könnte ich gut sein, so Spargelsaison. Ich war nach Wien extra unter der Haltestelle. Picknickdeckel. Was ist das beliebt? Was ist das einzige, was ich esse? Spargel. In was tippe ich den Spargel? In Spargel, in Hollandaise Soße. Die werden es bereut haben, mich überhaupt den Flughafen verlassen zu haben. Ziegelhofstraße, umsteigen zur Linie 95B. Ach ja. Ba 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 ba. Ich will ja nicht glücklich sein, aber gut, der Mann, ich habe sie gerade nicht verstanden. Aber das ist auch, was immer wieder verrückt ist. Leute, die ihren Dialekt haben, zum Beispiel der bayerische Dialekt, sächsisch, norddeutsch, plattdeutsch, hochdeutsch. Wenn du wirklich Leute hast, die es
noch richtig gut auf dem Kasten haben. Dann Game Over. Also das ist dann wirklich eine Stufe zu krass. Moin Leute! Ich hoffe, ich verpasse meinen Termin bei Ihnen. Nö, nö, keine Sorge. Tun Sie nur. Gehen Sie zur Stadtverwaltung, die sollen mehr Vorrangschaltung einbasteln. Boah, schon 6 Minuten, also etwas Fahrt zu entspannt. Oder es lag wirklich jetzt an der Ampelschaltung. Wie viele Fahrgäste kriege ich heute noch sauer? Moin. Holla. Fahrgäste, die sich beschweren. Ja, eigentlich schickt er mich jetzt gerade weiter aus, aber hey. Diese Stichfahrt, die gönne ich mir jedes Mal. Weil hier wäre die. Der erste Streckenverlauf von 3 würde direkt hier rechts abbiegen, in der Wende und wieder zurück nach Kakaneplatz. Rechts abbiegen. Und ich frage jetzt jedes Mal, wie knapp das eigentlich ist. Keiner will. Schätzen.
Boah, dann lassen wir doch mal den Motor so schön arbeiten. Leute, hier kommt der Bus. Weiter geht's. Oh ne, warte mal. Der schickt mich jetzt direkt nach Neu-Esslingen? Nein, 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 nein. Eigentlich jetzt geradeaus und dann in die Wände rein für den zweiten Linienverlauf nur bis hier Neu-Esslingen. Aber. Ich sehe die komplette Tour. So, weiter geht's. Was ist das? Kollege, auch eng, oder? Aber, ah, stimmt, es ist eigentlich zweispurige Straßen, aber die 24 hat auch noch, eigentlich wäre die 24 auch geradeaus, hätte dann nochmal eine Haltestelle Kerkadeplatz und wäre dann linksrum weiter oder die Stichfahrt hier. So rum war es, jetzt habe ich es.
zeigt ja mal die ganze Zeit nur neues Ding an. Genau. Geradeaus. Denn hier links etwa hier rechts an der Haltestelle und dann weiter nach Invalidensiedlung und das Ziel. Oder die 180 Grad Wende in die Schleife gleich rein. Aber wir wollen den kompletten Strang sehen. Hi. Die Verspätung ist dekorativ schön, oder? Ich bin nur glatte 10 Minuten gerade zu spät. Wie habe ich 10 bekommen? Wie habe ich diese 10 Minuten hinbekommen? Okay, war doch nichts. GG. Ah. Jetzt war was. Ba 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 ba. Ist eigentlich auch was Schönes, so Oldtimer und dann so Art Überland. Kann man nichts falsch machen. Immer wieder 10 von 10. Stimmt, das nächste Mal kommen wir hier raus und das Ganze ist eine Blockumfahrung. Schon mal rausnehmen. Und dann geht's. So. So. Ja. Spät. Ja. Aber nur das war jetzt die Fahrt von Kagraneplatz nach Invalidensiedlung. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, dass wir uns auch wieder in der nächsten Fahrt uns wiedersehen. Denn es wird ein Zeitsprung gemacht und das Fahrzeug wird nochmal getauscht. Weil es ist ein Feature, was Omsi richtig cool hat. Dieses so, ich erstelle eine Karte mit zwei unterschiedlichen Zeittaxen. Zum Beispiel 2001, vierte Linie nur so und so, die andere nur so und so. Und dann, wenn man nach einem bestimmten Tag, Monat und Jahr drüber geht, ist genau umgedreht.
Na dann, aber ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag und ciao, ciao.